Ja, Gude gesagt. Irgendwas ist anders. Ja, ein Doktor hat jetzt festgestellt, dass ich unter sogenannte Altersweitsicht leide. Jetzt mit Nasenfahrrad. Aber auch nicht immer, muss nicht. Aber wir sind heute für was vollkommen anderes hier. Und zwar der liebe Nils von der Band Wolf hat mir ein Tape zugeschickt. Deswegen sitzen wir auch hier in der Blumenecke. Und die haben letzten Freitag, ja, wenn ihr das Video seht, vorletzten Freitag, haben die ihr neues Live-Demo 2 veröffentlicht. Ja, das sind keine Live-Aufnahmen, das sind einfach im Studio live eingespielte Songs. Und in die werden wir jetzt mal reinhören. In diesem Sinne, dranbleiben. Es lohnt sich. Ja, die haben ja schon hier mit ihrem Live-Demo 1, haben die ja schon ein Knaller-Ding rausgehauen. Richtig geiles Zeug, so eine Mischung aus Danzig, Danzig und Darkthrone. Sehr creepy, Black Punk. Ziemlich geil, ziemlich geil. Na gut, und jetzt werden wir halt einfach mal hier in die Live-Demo 2 reinhören und ich schalte dann derweil mal meine Klappe. Übrigens Tape, einfach schwarz. Mit A- und B-Seite nicht markiert, finde ich irgendwie cool. Aber die lassen wir jetzt mal laufen. Mal gespannt. 3, 2, 1, 2, 1, Risiko. Nicht schlecht. Das müsste jetzt tatsächlich der erste Song sein, der auch Wolf heißt, einfach selbst betitelt. Könnt ihr euch bei der Band selber direkt bestellen auf Bandcamp, meine ich. Und ob es da Facebook und sowas gibt, weiß ich nicht. Da bin ich nicht vertreten, aber das wird wahrscheinlich auf der Bandcamp-Seite mit Sicherheit verlinkt sein. Und den Link, den packe ich euch natürlich auch unten rein. Und live, die Band, das ist der Knaller, ey. So was, eine Energie, die da entsteht, eine Stimmung. Mit ihren 3-4 Riffs, die sie da spielen. Das ist wirklich minimalst reduzierte Rockmusik. Black Metal, Punk, keine Ahnung. Das ist ein richtig feines Ding, das macht Laune ohne Ende, das ist so richtig schön, das kannst du aber auf dem Festival hören, weißt du, das ist die Musik von Wolf, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, also doch auch, ne? Wo du dich halt im dunklen Zimmerchen einschließt und da reinhörst, das ist auch was, das geht durchaus mal klar in Bad Homburg im Jubiläumspark auf der Wiese in der Sonne. Das klingt komisch, aber das ist also... Aber es funktioniert. Die Musik von Wolf funktioniert auch so. Ein Tor der
schon mal sagen kann, im Vergleich zum Vorgänger-Demo, der Sound ist ein bisschen klarer geworden. Hier war der noch so ein bisschen dreckiger, sage ich mal. Ein bisschen dreckiger, verwaschener. Ah ja, es war ein langer Weg zum Hund, sprach der Wolf. Also war gerade eher so eine Textzeile. Ist ja auch cool, ja doch. Es war ein langer Weg zum Hund. Der Hund, das domestizierte, hörige Vieh. Ja. Der Wolf, der ist ja unbändig, wild. Naja. Gut, wenn der Wolf unbändig wäre, dann wäre er nicht irgendwann zum Hund geworden. Aber ich verstehe schon. Es war ein langer Weg zum Hund. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf uns projizieren, ne? Vom Höhlenmenschen zum angeblich zivilisierten Menschen. Das ist ein minimaler Prozentsatz der Menschheit, den ich irgendwie noch zivilisiert unterstellen würde. Ja, das muss man mal so sagen, in aller Deutlichkeit. Wenn ich mir unser Weltgeschehen gerade angucke, naja gut, das ist was vollkommen anderes. Also sind die Texte scheinbar auch stellenweise auf Deutsch und auch auf Englisch, also sind auch englische Songs. Da könnt ihr nochmal reingucken auch. Ist die Musik jetzt ein Novum von Wolf? Nee, das ist sie nicht. Ist sie geil? Ja, das ist sie. Finde ich ein tolles Zeug, dass das, wie gesagt, live. Ihr müsst sie unbedingt mal live sehen, wenn ihr die Chance habt. Kleine Booker, Leute, wenn ihr die Konzerte veranstaltet, wenn hier irgendjemand dabei ist, der da zuguckt, holt die euch mal ran. Das ist geil. Das ist richtig geil. Jetzt auch noch so ein paar Planungen, dass wir die mal wohin holen. Und I like it. So, kommt der nächste Song. Das war jetzt eben Wolf. Jetzt kommt Shore. Shore, das ist die Küste, ne? Quasi der Beach, die Küste. Ach, keine Ahnung. Den hatten sie damals auch schon immer live gespielt. Geiles Ding. Cool, dass er jetzt auch mal auf Platte ist. Jetzt habe ich gehört, dass auch noch eine zweite hiervon zu mir auf dem Weg ist. Und die möchte ich gerne verlosen. Warum ist sie überhaupt auf dem Weg hierher? Ganz einfach, weil die Post wieder Scheiße gebraucht hat. Jetzt sind zwei auf dem Weg, aber der Nils hat gesagt, dann kriegst du halt beide und gib die jemanden, dem das gefällt, oder jemanden, dem das überhaupt nicht gefällt.
meine Entscheidung. Und na, ich dachte halt einfach, ich gebe die an irgendwen von euch raus. Aber ihr müsst eine Kleinigkeit dafür tun. Und zwar, in welchem Video tauchen Wolf als erstes auf? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Der erste Kommentar, der mich da erreicht, der gewinnt das. So machen wir das. Eine ganz einfache Angelegenheit. Wenn ihr eifrig zugeschaut habt. Ja, gut, weiter. Sure. Ich finde auch die Artworks, die gefallen mir richtig gut. Coole Dinge. Ist auch noch was anderes Geiles gerade auf dem Weg hier, aber... jetzt mal knallhart sagen. Die anderen beiden Jungs, mit denen hatte ich noch nicht so das Glück gehabt, viel mit denen zu sprechen, dem Harry und dem Fitch. Die waren ein bisschen schüchtern. Aber trotz allem nette Jungs. Und ja, geile Band, verdammte Scheiße. Schon kommen wir wieder so ein bisschen in diese Black Metal Richtung rein. Ist das jetzt einfach? Ja, scheint so. So wie es aussieht, ist das gleich zweimal drauf. Also vier Songs, eine Seite jeweils. Dann würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung. Großartig. Also, Wolf, ne? Live-Demo 2 ist draußen. Ich kann schon wieder 100% erproben. Es ist geil. Und das ist halt auch wenn sie es live im Studio eingespielt haben. Live, noch geiler. Leute, ehrlich, jetzt mal keinen Scheiß. Live sind die echt noch geiler. Macht mich nicht Laune. Tolles Zeug. Gut. Das ist ja auch mal cool, ne? Alles klar. An dieser Stelle sage ich jetzt mal anhalten. Mal ein kurzes Review, aber das war mir halt einfach, das hat mir jetzt mal auf der Seele gebrannt, ja. Also wirklich mir persönlich, das ist nicht irgendwie so, ey, ich habe hier ein neues Live-Demo, kannst du das mal schicken? So war das überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Der Nils hat mir gesagt, ey, wir haben ein neues Live-Demo, und dann habe ich gesagt, her damit.
So war das nämlich gewesen. Warum? Weil ich die echt geil finde und möchte das gerne auch mit euch teilen. Ja? So, auch wenn ich nicht immer so diese Begeisterungsstürme aus mir heraus lostreten, das ist nicht meine Art. Gell? Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und so sehen bei mir Begeisterungsstürme aus. Ja, manchmal kommt es halt richtig auch. Egal, komm, jetzt hier, wir driften vollkommen ab. Wolf, Live-Demo 2. Na komm. Muss ich jetzt hier auch hier die Hand dahinter halten oder was? Alter, so ein Shit da. Wolf, Live-Demo 2. Besorgt euch das Teil, unterstützt die Band. Ihr könnt das Album auch auf Bandcamp runterladen. Ich weiß nicht mal, ob das da was kostet. Wenn ihr da eine kleine Spende da lassen würdet oder sonst was, ich würde mich darüber freuen. Aber wahrscheinlich freut sich die Band noch viel mehr drüber. Weil, Underground-Geschichte und so weiter, es muss unterstützt werden nach wie vor. Und Wolf bin ich gerne bereit, auch die zu unterstützen. Und mit allen Möglichkeiten zu supporten. Gut, so meine Leute. Meine lieben Leute, liebe Zuschauer, jetzt sind wir doch mal ein bisschen am Ende angekommen. Ich habe schon wieder einen ganz trockenen Mund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordin. Und hört mehr Wolf.